Der Hulz und Taylor, also zwei amerikanische Physiker, haben 1974 den berühmten Binärpulsar entdeckt. Und das ist also ein ganz wunderschönes System. Es sind also zwei Neutronensterne, die umeinander umlaufen. Und das Ganze passiert also so: Sie haben ein dickes Doppelsternsystem, zwei, da sind also gleichzeitig zwei Sterne entstanden, jeder mit mehr als 15 Sonnenmassen. Und dann ist der eine als Supernova hochgegangen, hat einen Neutronenstern gebildet. Nach einer Zeit ist der andere als Supernova hochgegangen, hat nochmal einen Neutronenstern gebildet. Und dann haben Sie also zwei Neutronensterne, die umeinander umlaufen. Und Neutronenstern sind also wahnsinnig schöne Massenpunkte. Die haben also einen Durchmesser von 20 Kilometer, 1,4 Sonnenmassen, 1 Kubikzentimeter, ein Fingernagel, ein Fingerhut wiegt etwa 1 Milliarde Tonnen. Wirklich starke Massen. Und die laufen also mit hohen Geschwindigkeiten um. Und die beiden Neutronensterne von dem Heitze-Taylor-Pulsar laufen in 7 3/4 Stunden umeinander um. Also ein wunderschönes, relativistisch sauberes Zwei-Körpersystem, zwei Massenpunkte, die umeinander umlaufen auf einer elliptischen Bahn. Und das Tolle ist, dass eben dieser eine Neutronenstern noch ein Radiopulsar ist. Und das kommt dadurch zustande, dass die ursprüngliche Stern hat Magnetfelder und durch den Gravitationskollaps bleibt der Fluss erhalten. Das heißt also, dieses Magnetfeld vom Stern, das vielleicht 100 Gauss hatte, das wird von 1 Million Kilometer auf 10 Kilometer zusammengequetscht und steigt dadurch, weil die Fläche ja dann, also linear um Faktor 10 hoch 5 kleiner wird, um 100.000 kleiner wird, die Fläche wird im Quadrat kleiner, also 10 hoch 5 mal 10 hoch 5 ist 10 hoch 10. Das heißt also, die Fläche ist 10 hoch 10 mal kleiner und dadurch wird das Magnetfeld 10 hoch 10-fach verstärkt. Das heißt, wenn der Stern 100 Gauss hat, hat er anschließend 100 mal 10 hoch 10 Gauss. Also Billionen Gauss. Und diese starken Magnetfelder und dadurch, dass die Sterne schnell rotieren, die bewirken, dass in einem sehr komplizierten Prozess Radiostrahlung entsteht. Und immer wenn die Radiostrahlung, wenn er rotiert, über die Erde geht, sehen wir einen Radiopuls. Und durch die genaue Messung von den Radiopuls können wir eben, haben wir praktisch eine genaue Atomuhr. Eine Uhr, die auf dem Binärsystem sitzt, die genauso genau ist wie eine Atomuhr. Und was man jetzt also misst, ist also nichts anderes, als dass man mit einem großen Radioteleskop, also zum Beispiel mit dem großen 3 Meter, 305 Meter großen Teleskop auf Arecibo, einfach diesen da reinguckt in den Himmelgegend. Und aus der Himmelgegend sehen Sie gar nichts. Das sind keine Sterne und gar nichts, sondern was da kommt, sind periodische Pulse. Alle in der Sekunde 16 Pulse. Also alle Sekunde kommen 16 Radiopulse. Blub, 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 16 Stück. So. Und die guckt man sich jetzt ganz genau an. Und dann stellt man fest, dass die nicht ganz genau immer 16 kommen, sondern mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Und zwar in einem 7 3/4 Stunden Takt. Und es ist völlig klar, das System läuft um. Und wenn der Radiopulsar hier vorne bei uns in der Nähe steht, dann ist der Abstand von ihm, das sind 12.000 Lichtjahre, etwas kürzer, als wenn er auf der hinteren Seite seiner Kreisbahn steht, dann muss er durch die Kreisbahn durchlaufen. Und das bedeutet 3 Sekunden. Das heißt also, die Pulse kommen dann 3 Sekunden verzögert an und daraus wissen wir sofort, dass die Kreisbahn 900.000 Kilometer ist. Das heißt, wir können einfach, indem wir die Pulse genau analysieren, sofort feststellen, wie groß das System ist. Obwohl wir nichts sehen, wir hören nur Piep, 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 Piep und denken. Also man misst die Piep-Pieps und denkt und rechnet im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie. So, und jetzt kann man diese Pulse unglaublich genau messen, weil ja das Radiopulse sind, wie gesagt, ganz genau. Und jetzt kann man sich eben ausrechnen, so, wir haben also jetzt ein Doppelsternsystem, das hat gewisse Eigenschaften, das hat einen Durchmesser, die Bahnen sind nicht genau kreisförmig, die sind elliptisch und so geneigt und so weiter. Und wie muss ich jetzt diese ganzen Bahnparameter anpassen, ja, damit ich genau dieses Gepiepse reproduzieren kann? Und dieses Gepiepse messen wir seit 1974. Das heißt, wir haben eine riesen Messreihe von Piepsen, ja, mit hoher Genauigkeit gemessen, mit 50 µ, also 50 Millionstel Sekunde genau die Ankunftszeiten. Und wir haben eine wunderschöne große Theorie im Rahmen der allgemeinen Relativitätstheorie,
wo wir ausrechnen können in Abhängigkeit von den Bahnparametern, also wie gesagt, große Halbachse, wie exzentrisch das ist, Massen und so weiter, wie das aussieht. Und dann vergleichen wir einfach die Theorie mit den verschiedenen Parametern mit den Gebiebse und passen sozusagen die Parameter an, dass wir das Gebiebse reproduzieren können. Und da stellt sich jetzt raus, dass wir dieses System, von dem System wissen wir alles. Wir wissen die Masse der Neutronensterne auf 1 Promille genau. Wir wissen, der eine Neutronenstern hat 1,41108 Sonnenmassen. Nur durch Analyse von den Gebiebse. Wir wissen die große Halbachse, wie groß das System ist. Wir wissen, wie exzentrisch das ist. Wir wissen diesen Effekt der allgemeinen Relativitätstheorie, dass sich die große Halbachse aufgrund der allgemeinen Relativitätstheorie dreht. Und die dreht sich in einem Tag so viel, weil es so ein relativistisches Effekt ist, wie sich die Merkurachse in 100 Jahren dreht. Das war ja einer der Effekte, wo die allgemeine Relativitätstheorie die richtige Vorhersage gegenüber der Newtonschen Theorie gemacht hat. Und dieses wunderschöne relativistische System, dieses Binaire-Pulsar-System, von dem wir das also wirklich jetzt seit 1974 messen, kennen wir praktisch alle Daten unglaublich genau. So, und jetzt können wir, weil wir ja eine Theorie der Gravitationswellen haben, ausrechnen, was strahlt es ab. Wir wissen die Masse von dem System, wir wissen die Bahnbewegung von dem System, wir wissen alles. Also können wir mit den Formeln der Einsteinschen Relativitätstheorie ausrechnen, wie viel Gravitationswellenenergie das System abstrahlt. Die Gravitationswellenenergie muss aus der Bahnbewegung kommen. Folglich schrumpft das System nicht. Also wenn Sie zwei Körper, die umeinander umlaufen, bremsen, dann gehen die näher zusammen, weil Sie die Energie aus der potenziellen Energie gewinnen müssen. Nicht, wenn Sie einen Erdsatelliten bremsen, dann geht er nicht weiter hinaus, sondern geht näher ran. Und genauso gehen die zusammen. Und wir wissen also jetzt von dem System, dass das pro Tag die große Halbachse sich um einen Meter kleiner wird. Wir wissen, dass das System in 380 Millionen Jahren so nah zusammen ist, dass es verschmilzt. Und das wissen wir alles nur, indem wir jetzt 30 Jahre lang dieses Gebiebse analysiert haben. Nicht? Wissen wir das ganz genau. Und wir wissen eben auch, wie viel Gravitationswellenenergie die abstrahlt und um wie viel das zusammengeht und um wie viel das schneller wird. Und das heißt also, das wird einfach schneller, weil es näher zusammengeht. Das heißt also, das kommt immer früher an einem rum. Und das hat sich inzwischen auf 45 Sekunden aufgemacht. Also das ist jetzt 45 Sekunden kommt es früher an den einen Punkt an, als ohne Gravitationswellenabstrahlung. Und ohne jeglichen Parameter, weil wir von dem System die ganzen Parameter, alles physikalisch völlig perfekt kennen, können wir jetzt ausrechnen, was sagt die allgemeine Relativitätstheorie für die Gravitationswellenabstrahlung von dem System und was messen wir. Und es stimmt auf 0,3% genau. Das heißt also, dieser Binärpulsar ist der absolut sichere Beweis, dass es Gravitationswellen gibt, dass Gravitationswellen abgestrahlt werden, dass die existieren müssen und dass die allgemeine Relativitätstheorie das völlig korrekt vorhersagt. Und jetzt hat man vor kurzem, 2003, ein zweites System entdeckt, das ist noch schöner, das läuft bereits in 2,4 Stunden umeinander rum und ist noch schönere relativistische Effekte und das verschmilzt in 85 Millionen Jahren. So. Und diese Binärsysteme, das sind wahrscheinlich die ersten Quellen, die wir beobachten können. Denn die haben eine wahnsinnige Energie, was sie abstrahlen. Sie müssen sich vorstellen, diese zwei Massenkugeln kommen sich immer näher. Und am Schluss laufen die mit 1000 Mal in der Sekunde um. Das heißt, sie haben zwei Kugeln, 20 Kilometer Durchmesser, zwei Stück, 1,4 Sonnenmassen, 50 Kilometer auseinander, die 1000 Mal in der Sekunde umlaufen. Ja? Und die strahlen ungeheuer viel Gravitationswellenenergie ab, nämlich 10 hoch 47 Watt. Die strahlen also so viel im Licht der Gravitationswellen, so viel Energie ab, wie das gesamte sichtbare Universum im Optischen. Also die sind so hell wie 100 Milliarden Sterne in 100 Milliarden Sonnen. So hell sind die. Und die strahlen also das wirklich ab, die letzten Millisekunden, weil dann gehen sie so schnell zusammen, dann berühren sie sich, verschmelzen, werden ein schwarzes Loch, schwingen noch ein bisschen,
und hören auf. Und das versuchen wir jetzt als Theoretiker zu rechnen. Und da gibt es also viele, 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 viele Bemühungen und das ist extrem schwierig. Die allgemeine Relativitätstheorie, die Feldgleichungen, die allgemeinen Feldgleichungen, die müssen Sie ja in der Folge lösen, nicht linear lösen, sondern wirklich die volle Gleichungen mit Strahlungsrückwirkung lösen, die sind einfach uns gemeint, die Einsteinschen Feldgleichungen. Die sind nicht linear und es ist schrecklich. Die können Sie anpacken, numerisch, wie Sie wollen. Das divergiert und das kollabiert die Rechnung. Und also wir sind einfach noch nicht in der Lage, die wirklich numerisch zu lösen, obwohl sich jetzt da seit den letzten 20 Jahren wirklich riesige Mengen an Physikern und viel Geld investiert wird, daran beschäftigen. Es ist einfach extrem schwierig. Ich meine, wir können aber ganz primitive Sachen ausrechnen. Zwei schwarze Löcher, die so head-on, also direkt geradlinig zusammenstoßen. Was die abstrahlen, das können wir ausrechnen, weil das natürlich ein zweidimensionales Problem ist. Aber schon das Abstrahlen von zwei schwarzen Löchern, die umeinander umlaufen und verschmelzen, wird schon schwierig. Und bei Neutronensternen wird es natürlich noch mal schwieriger, weil man ja da noch die Materie hat. Das heißt, also, wenn sich die berühren, dann heizen sie sich auf und dann gibt es Neutrino-Transport. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Was man ein bisschen weiß, wie es aussehen muss. Das ist nämlich so, die Neutronensterne laufen um und dann senden die natürlich eine periodische Welle aus. Eine Gravitationswelle, periodisch mit etwa einem Kilohertz. Und da sie dann immer schneller werden, wird die Frequenz immer höher. Und die Amplitude auch, weil sie immer mehr abstrahlen. Also ein Chirp machen die nicht. Also so niedrige Frequenzen, hohe Frequenzen und immer lauter. Chirp. Dann berühren sie sich. Dann machen sie irgendwas Kompliziertes, was wir nur numerisch berechnen können, was wir nicht genau wissen. Dann verschmelzen sie zu einem schwarzen Loch. Und das schwarze Loch schwindet noch ein bisschen, die Raumzeit. Und das können wir wieder rechnen. Und das ganze Problem ist eben wirklich, wir müssen praktisch als Theoretiker diese genaue Wellenform der Gravitationswellen, die das Verschmelzen von zwei Neutronensternen machen, müssen wir wirklich genau ausrechnen, damit die Experimentalphysiker wissen, was sie in ihren Signalen suchen müssen. Denn diese Signale, diese Laserinterferometer, also diese zwei großen, 4 Kilometer großen Interferometer in Amerika und der 600 Meter große in Hildesheim bei Hannover, die messen im Wesentlichen Rauschen, habe ich ja schon gesagt. Meeresrauschen, ICE-Rauschen oder in den einen, da gibt es sehr viele Wälder, wenn die fällen die Bäume, wenn so ein Baum umfällt, erschüttert er das Ganze. Und das heißt, also man muss wissen, wonach ich suche. Und nur dann kann ich sozusagen aus diesem Verhau, was ich messe, gucken, ob ich dieses Signal finde, wenn ich genau die Form weiß. Und außerdem müssen natürlich alle drei Detektoren im Prinzip bis auf die Laufzeit, ne, wenn die Welle kommt, trifft es ja vielleicht erst Hannover und dann Amerika oder erst Amerika und dann Hannover. Aus den Laufzeitdifferenzen muss man das in allen Detektoren finden und dann kann man auch noch ein bisschen die Richtung rausbekommen, aus dem die Gravitationswelle passiert ist. So, und was sich halt jetzt fragt ist, wie oft passiert denn sowas? Wie oft passiert in unserer Milchstraße, dass zwei Neutronensterne verschmelzen? Und das ist halt ein sehr seltenes Ereignis, denn wir kennen in unserer Milchstraße 5 solche Binärpulsare. Und 3 verschmelzen, wie gesagt, der eine in 85 Millionen Jahre, der andere in 380 Millionen Jahre. Und man weiß es nicht so genau, ob alle Millionen Jahre sowas passiert, oder alle 5 Millionen Jahre. Das heißt, die einzige Chance ist, dass man die Detektoren so empfindlich macht, nicht, dass man verschmelzende Neutronensterne in Galaxien, die weit weg sind, auch noch sieht. Und jetzt ist es eben so, dass unsere Galaxien, unsere Milchstraßen, die sind im lokalen Milchstraßensystem, da gibt es jetzt einige Milchstraßen und dann gibt es lange Zeit nichts und dann gibt es den Virgo-Haufen. Und der Virgo-Haufen ist eine Anzahl von Tausenden von Milchstraßen. Und der ist aber so Größenordnung 70 Millionen Lichtjahre weg. Und das heißt, die Detektoren müssen mindestens so empfindlich sein, dass man 2 verschmelzende Neutronensterne im Virgo-Haufen noch sieht. Und da sind wir eben noch nicht so ganz so weit. Das ist so, manchmal haben wir die Empfindlichkeit, manchmal haben wir sie nicht. Und das ist eben genau das Problem, dass man eben heutzutage eigentlich sagen kann, mit den Detektoren wäre es ein Zufall, wenn man wirklich einen sieht. Es kann ja sein, dass im Andromeda-Nebel übermorgen 2 Neutronensterne verschmelzen, dann sehen wir es natürlich. Und Sie müssen sich mal vorstellen, obwohl also die 2 Neutronensterne, wenn sie verschmelzen, ja, was ich Ihnen erzählt habe, so hell sind wie im Gravitationswellenenergiebereich, so hell sind wie das gesamte Universum im Sichtbaren,
Dann ist es so, wenn im Zentrum unserer Milchstraße ja, zwei Neutronensterne verschmelzen würden, dann würde also so ein Zirp mit Lichtgeschwindigkeit rauslaufen, 30.000 Lichtjahre, der hätte eine Länge etwa von 3.000 Kilometern, das wären so die letzten Hundertstel Sekunden, und dann läuft also so eine Gravitationswelle, so ein Chirp mit der Länge von 3.000 Kilometern, so eine Kugelschale, läuft dann über die Detektoren hinweg. Und die Strahlungsleistung, also die Energie, die in dieser Welle steckt, das ist die Hundertfache von der Sonnenleistung. Das heißt also nicht ein Kilowatt pro Quadratmeter, sondern 100 Kilowatt pro Quadratmeter an Gravitationsenergie, die über die Erde läuft. Und ich als Theoretiker erlaube mir dann immer doch die etwas spöttische Frage zu meinen Experimentalphysik-Kollegen. Und ich habe Probleme, irgendwas nachzuweisen, was 100-mal mehr Leuchtkraft hat als die Sonne. Nicht? Das ist doch lächerlich. Aber das ist nicht lächerlich. Denn die Wirkung, weil die Raumzeit so steif ist, ist so, dass diese Gravitationswelle, selbst wenn zwei Neutronensterne in unserer Milchstraße verschmelzen würden, ja, die relativen Längenänderungen, also von dem einen Arm des Interferometers relativ zum anderen Arm, ja, wären 10 hoch minus 19 oder 10 hoch minus 20. Also die Änderungen. Das heißt, Sie müssen also diese 600 Meter und die 600 Meter auf 10 hoch minus 20 genau bestimmen, dass sie sich ändern. Und 10 hoch minus 20 oder 10 hoch minus 21 bedeutet Folgendes, dass sich die Entfernung von der Erde zur Sonne, also 150 Millionen Kilometer, um einen Atomdurchmesser ändert. Also die Gravitationswelle, die über Sonnensystem läuft, würde die Entfernung Erde, Sonne, um einen Atomdurchmesser verändern. Das heißt, Sie können sich vorstellen, wie wenig dann das ist, wie wenig sich dann so ein 4 Kilometer langer Arm ändert. Das heißt, Sie müssen diese Laserfrequenz ungeheuer stabil halten. Ungeheuer stabil. Und Sie müssen dann die winzigste Verschiebung von dieser Laserfrequenz, die dann dazu führt, dass sich nicht mehr ganz auslöscht, messen. Und das ist wirklich absolutes Hightech. Und im Moment sieht es eben so aus, ich habe erst vor kurzem, vorgestern den Herrn Tanzmann nochmal angerufen, dass sie also jetzt 12 Monate messen. Zu dritt die drei, haben aber noch nichts gefunden. Und jetzt geht dann irgendwie das Tanzmann, das Geo 600 in Hildesheim, geht jetzt vom Netz, die messen nicht mehr mit, sondern die versuchen jetzt die Detektoren um Faktor 2 zu verbessern. Und dann im 2000, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wird dann LIGO, also LIGO, die amerikanischen, ausgeschaltet und Faktor 3 verbessert. Und wenn alles gut geht, dann haben wir im Jahr 2011 haben wir dann Gravitationswellendetektoren, also auf dieser Basis von diesem Laserinterferometer mit den allerletzten Tricks, wo man Recycling macht und was weiß ich alles, die eben etwa ein Faktor 10 genauer sind, noch ein Faktor 10. Und das bedeutet aber, dass man Faktor 10 weiter gucken kann ins Weltall, ja? Weil das ja eine Amplitude ist, man kann also, wenn man 10-mal so empfindlich ist, 10-mal so weit gucken. Wenn man 10-mal so weit gucken kann, kann man 1000-mal ein größeres Volumen machen. Das heißt, wir haben dann 1000-mal mehr Galaxien drin. Und jetzt ist die Wahrscheinlichkeit so, wenn man so ein bisschen optimistisch ist, dass man vielleicht alle 1,5, 2, 3 Jahre ein Ereignis sehen würde. Und wenn wir aber 1000-mal empfindlicher sind, dann müsste man eigentlich jeden Tag ein Ereignis sehen. Und das heißt also, wenn man 2011 mit den verbesserten Detektoren nichts sieht, dann haben wir ein Problem. 2011 müssen wir experimentell Gravitationswellen entdecken können. Und zwar eben von verschmelzenden Neutronensternen, die also zusammenschnurren, diesen Zirp machen und dann in den Laserinterferometern diese Längenänderung machen. Und das müssen wir 2011, wenn das, die Entwicklung so weitergeht, müssen wir jeden Tag so ein Ereignis sehen von irgendwelchen Galaxien, wo man halt ein paar Millionen Galaxien von der Empfindlichkeit her sozusagen detektieren können. Und da muss dann so ein Verschmelzen passieren. Und was man vielleicht auch noch sehen könnte, sind Supernova-Explosionen, womit der Weber ja angefangen hat. Wobei da ein bisschen das Problem ist, wenn sie symmetrisch explodieren, also kugelförmig, dann emittieren sie keine Gravitationswellen. Die müssen asymmetrisch explodieren. Und wie asymmetrisch sie explodieren, das wissen wir halt nicht so genau. Also das ist alles ein bisschen schwierig. Aber was da noch geplant ist, ist eben, um von diesem Problem der Erdbewegung
der Seismik wegzukommen. Denn die Seismik ist brutal. Wir können also Gravitationswellendetektoren nur bauen von etwa 100 Hertz bis 10.000 Hertz. Unterhalb von 100 Hertz, also 100 Schwingungen, ist die Seismik, die Erschütterungen, wenn da ein Lastauto vorbeifährt oder wenn ein Baum gefällt wird, so groß, dass man keine Chance hat, es wegzudämpfen. Und oberhalb von 10 kHz gibt es dann das Problem der Photonenrauschen, weil man kann ja nicht beliebig viel Licht da reinpumpen. Also zum Beispiel in dem Geo 600, da ist Licht drin mit 10 kW. Das heißt, also das ist ein ganz schwacher Laser, aber der lässt es ja nicht raus. Das ist schon praktisch so wie diese Schildbürger, die da mit Säcken Licht in das Rathaus tun kann. Nicht? Also in diesem Laserinterferometer ist wirklich Licht drin. Wenn Sie die Lichtquelle ausschalten, können Sie da noch eine ganze Menge Licht da drin haben. Also so gut sind die Dinge, diese Spiegel, die reflektieren 99,9999% und so. Also das ist wirklich absolutes Hightech, was hier gemacht wird. Ja, und um eben jetzt die Quellen zu finden, die, sagen wir mal, mit 100 Hertz, also die zwei weiße Zwerge, die umlaufen, Doppelsternsystem und so, die wird man von der Erde aus nie entdecken können. Und da ist also jetzt geplant, ein LISA nennt sich das, ein Satellit oder mehrere Satelliten für Gravitationswellendetektoren. Und das ist was ganz Raffiniertes. Was man da machen will, ist Folgendes. Man hat also die Sonne, die um die Erde läuft. Und 20 Grad hinter der Erde laufen drei Laser mit Spiegeln, auch um die Erde, und zwar in einem Dreieck, in einem gleichzeitigen Dreieck mit 5 Millionen, Millionen Kilometer Kantenlänge. Also 5 Millionen Kilometer Kantenlänge. Und das ist himmelsmechanisch so raffiniert gemacht, dass dieses Dreieck immer ein gleichzeitiges Dreieck bleibt. Das läuft aber ganz kompliziert. Das läuft nicht auf Kreisbahnen um, weil ja das verschieden rotiert, sondern das dreht sich da so ganz kompliziert rum, bleibt aber immer ein gleichzeitiges Dreieck mit 5 Millionen Kilometer Kantenlänge. Und da wird ein Laser hingeschossen und der misst also, der hat drei Stück Dreieck, und da wird diese Länge von den Dreieck, von den drei Seiten des Dreiecks mit diesem Laserinterferometer auf ungeheurer Genauigkeit gemessen, und der läuft also 20 Grad hinter der Erde, läuft diese drei Satelliten immer als Dreieck mit 5 Millionen Kilometer Seitenlänge hinterher. Und da gibt es natürlich keine seismischen Störungen, und mit dem kann man natürlich sehr viel weiter runtermessen zu sehr viel niedrigen Frequenzen. Aber das Ding ist halt ungeheuer teuer, und es soll erst mal 211 starten und dann soll es 213 starten und dann soll es 215 starten. Und ich habe also gestern gehört, aufgrund von den ganzen Finanzproblemen der NASA und ESA, ist jetzt im Moment geplant, dass es 2018 startet, dieses Laserinterferometer. Ja, und ich meine, und wenn das startet und drei Jahre rumläuft, dann müssen wir auch eine ganze Menge Gravitationswellen sehen. Und das Spannende an dem Gravitationswellen ist, also sie gibt es, das sehen wir an dem Binärpulsar. Experimentell haben wir sie noch nicht nachgewiesen, aber es ist halt die Hoffnung, dass man da irgendwie wieder sehr viel lernt. Schauen Sie mal, früher haben wir optische Astronomie betrieben. Und da haben wir die Sterne angeguckt mit dem sichtbaren Licht. Dann kam die Radioastronomie. Das heißt, man hat in einem anderen Frequenzbereich beobachtet, mit Radioteleskopen. Da haben wir ungeheuer viel Neues entdeckt. Riesige Radioquellen, riesige neue Informationen, Radiopulsare. Dann hat man Satelliten gebaut, dass man den Himmel im Röntgenlicht beobachten kann. ROSAT und diese Satelliten und Chandra und so, wo man jetzt, und XMM, wo man jetzt mit im Röntgenbereich, in dem hochenergetischen Spektrum beobachten kann. Wir haben Gamma-Astronomie, wir können ganz hohe Energie beobachten. Überall sehen wir ganz neue, tolle Physik, neue, tolle Quellen. Wir haben Neutrino-Astronomie, wir haben Neutrino-Detektoren gebaut, wir haben das Problem mit der Sonne, irgendwie die Neutrino produziert, rausgefunden. Wir beobachten die kosmische Strahlung. Das heißt, die Astronomen leben halt davon, dass man die Information, die uns aus dem Kosmos kommt, in Form von elektromagnetischer Strahlung, in Form von Meteoriten, in Form von Neutrinos und von hochenergetischen Teilchen, dass wir die analysieren. Das ist ja genau das, was wir machen können. Mehr können wir ja nicht machen. Und die Gravitationswellen sind halt ein neues Fenster. Das ist eine völlig neue Form, ins Weltall zu gucken. Und genau wie man in der Radioastronomie angefangen hat, nicht gewusst hat, was es da noch alles zu entdecken gab, ist halt die Hoffnung, dass man natürlich einmal die Quellen, von denen man weiß, dass man die sehen wird, also verschmelzende Neutronensterne, Supernova-Explosion, vielleicht schwingende und rotierende Neutronensterne, dass es halt auch noch eine ganze Menge andere Sachen zu entdecken gibt, die uns wieder irgendwie viel neue Erkenntnis bringen. Also eins,
was vielleicht sein könnte, ist, Sie wissen ja, wir können elektromagnetisch können wir nur bis 379.000 Jahre nach den Urknall hingucken. Dann haben wir die 3-Kelvin-Strahlung und da ist das Universum heiß und ein heißes Plasma. Und weiter zurück können wir nicht gucken, weil wir in das heiße Plasma nicht reingucken können. Das heißt, wir haben den Urknall gehabt und 379.000 Jahre nach dem Urknall, bis dorthin können wir gucken, elektromagnetisch, mit den COBE und den WMAP-Satelliten. Nicht? Aber die Gravitationswellen, haben wir ja gelernt, die gehen durch die dichtesten Dinge durch, die laufen durch die Erde durch wie Butter. Wenn wir mit Gravitationswellendetektoren so empfindlich sind, dann können wir vielleicht bis 10 hoch minus 20 Sekunden vor dem Urknall ins Universum gucken und können gucken, wie sah das Universum 10 hoch minus 20 Sekunden nach dem Urknall aus. Vielleicht. Und darum finde ich eben einfach, dass das einfach wirklich spannend ist und aufregend, die Physik. Und ich kann eigentlich nur gut jungen Leuten, die ein bisschen Begabung für Mathematik und Physik hat, denen kann ich nur empfehlen, Kinder, studiert Mathematik und Physik. Es ist spannend und es macht Spaß.